Guten Tag. Guten Tag, Mann. Sie sind auch hier für mich zuständig. Sehr schön. Zunächst muss ich erstmal sagen, dass ich ein Hausverbot habe. Aber ich trotzdem zwei Anträge abgeben möchte. Ich hätte gerne den Herrn Weiß oder jemanden in Vertretung gesprochen. Geschäftsführung. Meier, Manfred. Und sagen Sie mir auch Ihren Namen? Ja, Mats Zünzig, Manfred. Mats. Würden Sie noch freundlicherweise draußen warten, Herr Meier? Draußen ist kalt. Ich bin erkältet. Okay, dann nehmen Sie wieder Platz. Ja, danke. Wie war's? Meier, Manfred. Ja, ja. Sie wollten Herrn Weiß? Ja, oder Vertretung der Geschäftsführung. Also einer von der Geschäftsführung muss ja da sein. Ja, nicht nur. Ich hätte gern den Herrn Weiß gesprochen. Er ist ja Geschäftsführer und also auch Ansprechpartner. Ja, wenn er in der Sitzung ist, muss ja die Stefanski, vertritt ihn ja. Einer muss ja das Schiff hier steuern. Das geht ja nicht anders. Haben Sie den Herrn Weiß jetzt erreicht? Nein. Es kommt über jemanden runter. Jemand? Ja. Mit Entscheidungsbefugnis? Davon gehe ich mal aus. Ja. Hallo. Haus, der kommt aber auch nicht um ja, dann hätte ich. Der kommt nicht. Warum nicht? Um Ihre Anträge entgegenzunehmen. Nee, ich wollte mit ihm persönlich sprechen. Er ist nicht im Haus. Er ist nicht im Haus? Ja. Gerade wurde gesagt, er hat eine Sitzung. Also, dann ist er auch ja, später zu erreichen. GbH. Ja, nicht. Aber irgendwann kommt er doch zurück. Ich weiß nicht, ob der noch mal reinkommt. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, wie lange habt ihr auch? Bis 15.30 Uhr oder was? Ja, warten Sie bitte draußen. Der Haus. Ich bin erkältet, habe ich gerade schon gesagt. Ich bin bis erkältet. Zum Briefkasten. Bitte? Bis zum Briefkasten. Ja, meinen Sie da draußen, am Briefkasten ist wärmer als hier drin oder was? Ich bin erkältet. Nee, wenn Sie Hausverbot bitte? Haben, bis zum das ist Ihnen egal, ob ja. Ich mich weiterhin erkälte oder meine Gesundheit gefährdet wird. Sie nicht das Wort im Mund umdrehen, ich nehme ja. Das gerne entgegen. Ja, ich hätte das gerne abgegeben. Sie kopieren mir das und quittieren mir das, dass Sie es erhalten haben. Das tue ich nicht. Bitte? Nein, das tue ich nicht. Sie haben Hausverbot. Ja, und deswegen quittieren Sie mir das nicht? Bis zum Briefkasten dürfen Sie. Ich hätte jetzt gerne eine Kopie, eine Eingangsbestätigung von Ihnen. Okay. Über die beiden Anträge. Der Herr möchte gehen. Bitte? Sie möchten gehen. Bitte? Ich nehme das entgegen, werde Ihnen nichts quittieren, das kriegen Sie auch nicht, wenn Sie das in den Briefkasten werfen. Kriege ich es auch nicht quittiert? Nein, der Briefkasten.
Sie quittiert ihn auch nicht. Ja, muss ich denn jetzt die Polizei holen, damit Sie mir das quittieren hier? Wenn Sie das tun müssen. Ich okay. Nicht, dass die Polizei bitte? Nicht dazu bewegen kann, aber Sie verlassen jetzt bitte das Haus. Aha. Das ist echt seltsam. So werden also hier Anträge abgewiesen. Denn ich habe ja schon genug mit euch mit. Es geht ja um den Nachweis. Ich habe ja keinen Nachweis, wenn ich es abgegeben habe, sagen Sie, haben wir nie erhalten. Ne? Das sagen wir nicht, hier geht auch nicht. Ja, das haben Sie schon nicht nur gesagt, sondern schriftlich gemacht. Genau. Sie haben Hausverbot, das heißt, Sie dürfen es in den Weg. Ja, deswegen habe ich gleich eingangs gesagt, hier, pass auf, ich habe Hausverbot, bitte schön, ich hätte gerne mit Weiß gesprochen. Ebenso höre ich, der ist in der Sitzung hier, jetzt sagen Sie mir, der ist gar nicht da, der ist nicht zu sprechen, Sie unterschreiben mir die Eingangsbestätigung nicht. Ey, was soll denn das alles? Dazu sind Sie verpflichtet. Muss ich Ihnen also wirklich die Rechtslage immer und immer wieder erklären? Anscheinend. Ja. Bitte? Ihren Namen hätte ich aber auch gerne noch. Ihren Namen hätte ich gerne auch noch gewusst. Den könnt ihr gerne wissen. Ja, aber jeder wissen. Ja. Dafür ist er da. Klaus Werner. Kraft, was? Kraftcheck? Klaus Werner Kraft. Und Ihr Name ist Benning. Brinkmann. Alles klar. Ich bedanke mich. Ich schmeiß es in den Briefkasten. So, dann schmeißen wir es mal in den Briefkasten. So. Das ist ja seltsam hier. Haben Sie auch schon mal Stress mit denen gehabt? Nicht? Naja.
hier passiert mal nichts. Normalerweise können die froh sein, dass einer arbeitet. Und dann machen die noch so ein Stresschen. Habt ihr auch Stress mit denen? Richtig? Ja, immer. Ja, immer? Ich warte immer, ja. Ja, ja. Ich hab sogar Hausverbot bei dem. Jo. Ich kann noch nicht mal Anträge mehr abgeben. Muss ich gerade hier einschmeißen. Und haben sie noch nicht mal gegengezeichnet? Ne? Ne. Hier mit Alarm in Hütte. Ja, die haben sie auch nicht alle. Mich haben sie ja für letzten Monat mit Security rausgeschüttet hier. Wo? Hier. Ehrlich? Ja. Bei mir vor 2 Monaten hier. Mit Polizeialarm hier. Ich gehe hier hin, gehe auf E23 dann, ne? Wegen so einem scheiß Termin für Sachbearbeiterinnen. Ja. Dann rufe ich da an und sagt die so, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Geh zur Vertretung. Ja. Geh rein. Hallo. Dann will die meine Sachlage erklärt haben, dann schreit die mich an. Ehrlich? Dann sagt die, äußere ich mich 2, 3 Wörter. Ich wollte gerade den Satz anfangen, schreit die mich wieder an. Ne? Unglaublich. Da habe ich zu dir gesagt, weißt du was? Mit meinem Führer unterhalte ich mich nicht. Ich gehe jetzt hier raus. Ich scheiß auf eure Rassisten scheiße. Ja. Boah, da ist die explodiert. Ja. Aber alleine sollte man da wirklich nicht reingehen. Ja. Immer mit Beistand, ne? Hast ja einen Rechtsanspruch drauf, normal, ne? Kann auch keiner verwehren. Gerade auch wieder, ich gehe hin, sagt er zu mir, ist nur für Berufstätige. Was wollen Sie denn überhaupt hier? Ich sage hier. Ist immer zugänglich hier. Guck mal an Öffnungszeiten. Ja, ich sag hier, ich habe eine Karte. Mein Chef möchte wissen, der will mich heute einstellen, jetzt sofort. Ich hatte heute Morgen die Vorstellung, der will mich sofort haben, für Winterdienst einstellen. Ja. Was soll ich denn jetzt? Wenn ich schwarzarbeiten gehen, dann mache ich mich strafbar. Genau, richtig. Knast, genau, darauf läuft es nämlich auch. Damit die einen Sanktionsgrund haben. Also in den Namen von den Leuten. Und dass sie das immer alles schriftlich geben. Denn mündliche Aussagen, das ist immer scheiße. Mündliche Aussagen sind nichts. Ja, ich habe ja alles mit von der Firma. Das interessiert die da oben gar nicht. Hier, und das wollen die im Prinzip gar nicht jetzt so. Ja, die sagen, unterschreibt einen Arbeitsvertrag und dann komm rein, dann sage ich, ja, unterschreibe ich den Arbeitsvertrag und sage, nee, mach einen Eurojob oder was. Ja. Ja. Soll ich wieder eine Teufelsfalle reinhauen? Genau, die suchen nach einem Sanktionsgrund. Ich sag mal, Sanktion ist letztes Monat erstmal weg. So. Ach, warst du schon mal sanktioniert? Ja, schon oft. Schon oft? Ja, bestimmt 8 Mal oder 9 Mal. In diesem Jahr? Nee, in 3, 4 Jahren bestimmt. Ja, und bist du dagegen angegangen, geklagt oder was? Schon. Ich habe immer wieder hier Anwältin eingeschaltet, hier Armutsanwältin. Ja. Ne? Einzig, die schicken mir anderen Sachbearbeiter immer, das ist das Einzige, was die machen. Ja, ne? Das geht ja gar und nicht. Die Sachbearbeiter, die machen den gleichen Scheiß mit alles. Ja. Die machen alle denselben Scheiß. Ob du da bist oder da bist, ist immer die gleiche Scheiße. Hast du dein Internet? Ja. Ja, dann geh doch mal bis hier. Kennst du das ELO-Forum oder Hartz-IV-Info? Ja. Kennst du? Ja, mach dich da mal schlau. Ne? Die Anwältin sagt auch immer, man kann nichts machen. Wenn natürlich kann man immer einen Widerspruch geben bei Sanktionen. Sogar den aufschiebende Wirkung beantragen. Ne? Dann müssen die erstmal die Kohle wieder auszahlen sofort, bis zur Verhandlung. Ne? Natürlich können die das. Also da muss ich ein bisschen informieren. Ja, wie gesagt, ELU-Forum, da sind viele Sachbearbeiter drin. Das ist nicht so gut, aber Hartz-IV-Info. Ne? Mhm. Da muss ich mal... Bist du registriert? Und habe ich Namen? Nee, gar nicht. Aber liest du da öfter mal. Mhm. Da guck wirklich mal nach. War hier letzten Monat war hier Randale gewesen. Auch hier wieder. Da war ich oben im Sachbearbeiter gewesen, wo ich auch war. Ja. Wie heißt der Sachbearbeiter vielleicht Klein. Kennen? Hm? Klein heißt er. Klein, ja, den kenne ich auch. Da war vor mir ein Mann drin mit so einer Tochter. Ja. Und die Tochter macht irgendwie so eine Ausbildung oder so. Ja. Und kriegt so wenig Geld vom BAB und so dann halt Anträge und so, hat sie abgelehnt und kriegt, sollte dann so Hartz IV gehen. Ja. Dann sind die da reingegangen und dann hat die eine Abfuhr von denen bekommen. Unglaublich. Und dann ist der Vater ausgeflippt da oben. Ja? Doch, zu Recht auch. Und dann bin ich reingegangen und hab gesagt, pass mal auf jetzt. Ich sag, die Bullerei war schon im Haus gerade. Die kann gleich wieder antanzen. Ich sag, ich will nur eine Unterschrift hier haben. Mehr will ich gar nicht. Dann gehe ich wieder. Wollte er mir die Unterschrift nicht geben. Hat er gesagt, komm nächste Woche wieder. Ich bin mir jetzt keinen. Die kommen sicherlich wegen mir hier. Wegen ihm? Ja, wahrscheinlich. Weil die hat gerade Alarm gemacht. Ich bin ja draußen. Was wollen die denn? Ich bin draußen. Ja. Und alles gut gegangen. Ja? Auch nicht. Auch nicht. Auch Stress? Auch Stress? Ja, Stress, ich habe wieder Sklaverei da. Ah, so. Also, zum Glück hast du bei mir erledigt. Wurden Sie wegen mir gerufen? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, Meier. Meier ist mein Name. Ihr Name ist Meier? Ja. Ja, weiß ich nicht. Eben war hier ein bisschen Alarm in Hütte. Also kein Alarm, sondern ganz einfach, ich wollte nur Anträge abgeben. Ne? Und da hat man mich hier rausgeschickt. Und quittieren wollte man mir die auch nicht. Ne? Kann das sein, dass die Hausverbot? Ja, natürlich. Habe ich aber vorher gesagt hier. Ja, deswegen habe ich hier vorher mit dem Pförtner gesprochen, habe gesagt, pass auf, ich habe Hausverbot, hätte gerne den Herr Weiß gesprochen. Ne? So, und dann war er erst in der Sitzung, dann sagte sie, nee, ist nicht da und was weiß ich, kommt auch nicht mehr und unterschreiben will sie auch nicht mehr, die Frau Benninghoff oder Brinkhoff. Naja,
wie gesagt. Haben Sie einmal einen Ausweis, dann klären wir das kurz ab. Ausweis habe ich jetzt nicht, aber jeder kann bestätigen, dass ich Herr Meier bin. Habe ich jetzt nicht. Kann jeder bestätigen. Muss ich in Fragen gehen, dann bleibe ich hier oder... Ja, ja, ich weiß nicht, warum ihr... Also ich vermute mal, ihr kommt wegen mir. Weil ich sollte eben das Gebäude verlassen. Ich habe gesagt, ich bin erkältet. Ne? Sie wollten zu meinem Magazin weg? Oder zu dem wollten Sie? Nein, ich wollte zu Herrn Weiß, dem Geschäftsführer. Weiß. Richtig. So, und da sagte man mir, der ist nicht da. Hallo. Ne? Und dann, also erst, der ist in der Besprechung und dann sagte man, der ist nicht da. Das sagte mir der kleinere Herr da vorne. Ja, ich habe Ihnen doch erklärt, dass ich krank bin. Da haben Sie gesagt, gut, dann nehmen Sie hier vorne Platz. Ja, aber Sie haben doch eben, kurz davor haben Sie doch gesagt, setzen Sie sich da vorne hin. So, und was soll das jetzt? Ja, aber ich muss ja die Möglichkeit haben, meine sozialrechtlichen Ansprüche geltend zu machen. Und wenn der Herr Weiß nicht da ist, dann muss ja eine Vertretung der Geschäftsführung da sein. So, und das war mein Anliegen hier. Nicht mehr und nicht weniger. So, und da werde ich also hinaus komplimentiert. Ich habe keinen Nachweis, dass ich meine Anträge abgegeben habe, hat sie also mir also strikt verweigert. Das ist absolut rechtswidrig. Ich bin jetzt hier, soll ich jetzt zur Post einschreiben, verstehen Sie, einschreiben, mit Nachweis kostet also Geld. Verstehen Sie? Und dann von Hartz IV, das geht also gar nicht. Zumal ich jetzt einmal hier bin. Das wäre doch ein leichtes für Sie gewesen. Kopieren, bitteschön, unterschreiben, haben wir erhalten. Warum so ein Aufstand? Warum? Das ist ja nicht das erste Mal. Ich sag mal, das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Ja, natürlich, das hat eine Vorgeschichte, dass schon mal sowas war. Und ich also schon mal Polizei gerufen wurde, weil ich eben Antrag gestellt habe, da wusste man sich nicht anders zu helfen, als, bitteschön, verlassen Sie jetzt den Raum. Da habe ich gesagt, pass auf, ihr seid ja verpflichtet zu arbeiten. Ne? So, und ich gehe nicht eher bevor... Wenn man Antrag stellt, wird man nicht zu Hause verwiesen. Doch, genau so. Dann wird es aber eine andere Frage. Nein, ich bin noch nie ausfallend geworden, bin ich handgreiflich geworden, gar nicht. Null. Ne? Nie in meinem ganzen Leben. So. Aber ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, wie man sich hier gewährt, dass also Anträge nicht bearbeitet werden. Ne? So. Und das war wie, ne, heute wieder das beste Beispiel. Ja, was passiert jetzt weiter? Kommt jetzt eine Anzeige oder was? Oder? Ist der Herr Weiß denn jetzt im Haus? Nein, der ist nicht im Haus. Und das ist auch nicht, also definitiv nicht. Und dem Herrn Meier wurde mitgeteilt, dass er eine bevollmächtigte Person mit seinen Unterlagen... Ich habe keine bevollmächtigte Person. Oder aber seine Anwälte. So, wenn Sie die beiden Glücksgraden wurden... Allerdings habe ich, wie gesagt, einen Beistand habe ich nicht und schriftlich ist nach wie vor kein Nachweis, dann brauchte ich also im Prinzip einen Notar, der mir bestätigt, nee, bitteschön. Nach Hause nicht. Doch, doch. Einschreiben, immer noch. Ne? Einschreiben heißt nicht, dass der Inhalt da drin ist. Ein Einschreiben heißt nur, dass das Einschreiben, das Umfang, Umfang. Genau, da kann ja ein leeres Blatt drin sein. Habe ich alles schon erlebt hier. Ja, wie gesagt, ja. Amtsgericht oder was weiß ich. Ja, ja, gut. Also diese Sache läuft ja jetzt schon. Diese Sache läuft ja schon. Wenn Sie sich mal ein bisschen informieren mit den KEAS in Köln, ist genau das Gleiche. Wie gesagt, ich habe selber zwei eigene Foren, ich bin also aktiv im Forum. Ne? Ja, ja, natürlich, das läuft doch alles. Wie gesagt, aber in der Zwischenzeit ist also dieser... Rechtlich haben Sie ja bestritten, dann ist alles gut. Ja, ich wollte bloß wissen, was jetzt Sache ist. Also, kein Zugang für mich hier. Nee, weiterhin nicht. Weiterhin. Machen Sie sich strafbar. Okay. Ihr Namen hätte ich gerne auch nochmal. Mein Name ist Keller. Und mein Name ist Krause. Alles klar, bedanke mich. Beide von der Polizei. Danke, tschüss.